Ja, weil hier haben wir nur Nahkampf-Moscher und den Heiler. So. Achso, das brauche ich. Ich bräuchte gerne die Fallen. So, habe ich genug kostenlose Einheiten zusammen? Nein, eine fehlt mir noch. Ich hätte aber auf jeden Fall schon mal genug für das letzte Squad. Aber ja, schon mal sehr schön. Was nicht so schön ist, ist, dass ich nicht so viele Schätze eigentlich bunkern kann, weil ich vergessen habe, die Schatzkammer zu bauen. Macht nichts, schicken wir Squad 1 nochmal los. Material besorgen. Und Überfallerfolg. Ja, genau, die Fallen wollte ich erhöhen. Und gut. Pilze umwandeln. Dungeon ist jetzt Stufe 8. Well, 2 DCs. Ach ja, ich krieg noch für die verschiedenen Fallen. Was könnte ich... Oh ja, ich glaube, ich hole mir die Maskottchen, die Begleiter noch. So und so. Okay, die sehen nach einer einigermaßen okayen Truppe aus. Ach, mein Gold ist voll. Jetzt muss ich nur noch warten, dass sie das... genau, die Materialien, die ich bekommen sollte, einlagern. Der schmeißt jetzt überschüssiges Gold weg. So. Hier eine Schatzkammer hin und da müssen wir noch einmal einen Trupp losschicken. Hier fehlt übrigens noch die Rüstungsfähigkeit gerade. Ja, und dann ist das alles okay. Soweit. Naja, Fallen. Ich brauche noch 2 Fallen. Dann kommt einmal die hier hin. Und hier hinten kommt die hin. Und dann kriegen wir das Fallen. Den Fallenpunkt hier noch. Den da. Dafür hole ich mir dann Begleiter. Also Maskott. Obwohl, halte mal. Überfälle, Dungeon Stufe, alles andere habe ich. Ich könnte mir noch einen Squad holen, indem ich das hier mache. Sehr schöne Idee. Dazu muss ich bloß genügend Sprenghühnchen bereitstellen. Weil jedes Sprenghühnchen zählt als eine Falle. Dämonen explodiert. So, muss nur hoffen, dass Helden in den Dungeon kommen. Dann jage ich die in die Luft, baue neue. Und dann ist das gut. Und ich muss mal einen Squad nochmal losschicken, mir Materialien besorgen. So, das macht Squad 1. Während wir darauf warten, dass das Gold wächst. Und hey, während wir warten darauf, dass das Gold wächst. Schicke ich die beiden erstmal zum Essen. Ich könnte die blitzen, aber nee. Wenn ich darauf warte, dass das Gold wächst, kann ich die beiden Truhen mehr holen. So. Hauptsache, der bleibt da unten, wo der Pfeffer wächst.
Vielleicht ist in den Truhen auch nur Gold. Das beschleunigt das Ganze ein bisschen. Nein, eine neue Rune. So, da ist die andere Truhe. Hier oben ist nirgendwo eine. Hier sind nur die Teleporter, aber die sind Wurst. Also die sind egal. Und sonst sehe ich nirgends Truhen. Sonst schimmern hier nur die... Ich kann es kaputt machen, Sachen. So. Oh. Und ich habe ihn verloren. Oh, Baal kriegt auf die Nase. Baal kriegt übel auf die Nase. Baal, bring dich mal in Sicherheit. Werden wir die da noch zerhacken. So, sehr schön. Helden im Dungeon. So. Noch ein Trupp möchte gern Helden. Genau, Baal hilft mal mit, dann kriegst du ein bisschen Lebensentzug, mehr Leben zurück. Und jetzt kannst du kurz in die Truhe gucken. Und hier drin ist 25 Schätze. Okay. Du und du und du und du und geht trainieren. So, mal wieder hierher. Und dann pflanze ich einfach mal zwei von denen hier in irgendeine Ecke. Noch eine Falle bitte. Und wir haben das letzte DC für den letzten Squad. Den müsste ich dann nur noch ausstatten. Wobei der Squad hier vielleicht zu wenig Recken und so hat. Also auf jeden Fall einen Minotaurus. Und einen Recken. Und dann brauche ich noch einen Priester. So, genau, Trupp. Minotaurus. Du kannst mal da unten mit rein. Recke. Priester. Das da. Trainieren, trainieren. Extremes Upgrading. So, Materialien brauchen wir noch mal. So. Sehr gut. Da muss nur noch die Bogenschütze hinweg und dann haben wir das Ganze. So, dich noch ordentlich upgraden. Euch alle noch ordentlich upgraden. Und dann schicken wir am besten jeden mal irgendwo zum Essen. Ich hoffe, die verteilen sich auch intelligent. Gehen Sie jetzt essen? Ja. Sehr schön. Dann bereiten wir uns hier schon mal vor.
What's the point anyway? So, Trupp 5 kann ich hier hinporten. Die können sich dann auch schon mal zum Essen anstellen. Während ich Trupp 3 und 4 schon mal hier raushole. So, der da noch 2 verpasst. Und Trupp 5. Out of the pit into a hell. War hier gerade jemand total angegriffen? You have a new objective. Oh, am I there yet? Oh. Der kriegt Verstärkung, sobald ich sie weggebrezelt habe. Macht nichts, der überlebt das nicht. Ankunft von König Tivit. Wird von einem der Portale der Nähe hierher teleportiert, okay. Aber das reicht nicht. Er ist tot. Death Slayer, the last time you had a chance to replace me for another advisor, I was actually baffled by your choice. This time, not so much. I now understand. You must have seen with your demon eyes what a lifetime of bullying has made me unable to recognize. What are you blathering about, idiot? Yerlik the Prophet was right. You are a creature of immense power. I am a demigod, and together we will drown the Sidrian bloodline in a flood of brownness. It makes perfect sense. I'm not my father's son. That's why he has neglected me. That's why he sent me away the day my mother died. It also explains why my mother disgraced herself in the elven gambling houses of Mayhew. She was destroyed by longing for the heavenly being who was forced to leave her in the cold arms of Lord Van Fairweather. I bet it was Fervus. Oscar, you truly are nuttier than a fruitcake. But maybe in a good way. And you know what? Founding the kingdom of Bathoria was easy peasy. Now the son of Fervus must vanquish the sovereign and place you on the throne of Castle Twilight. Okay. Now that's the spirit. You take care of the coronation and marriage preparations while I make use of my supernatural brain to come up with a plan. We need to find a strong ally if we are to turn the kingdom of Ardania into a Bathorian empire. Yeah, empire. Und haben wir es diesmal wenigstens geschafft, alle Nebenquests? Yes. Sehr viele Punkte, getötete Feinde, erreichte Dungeon-Stufe. Runenräuber. Jeder Truppe hält durch einen erfolgreichen Überfall 20 EP. Das ist eine nice Rune. Feind töten Aggressivität. Okay. Und wir können einen Evolutionspunkt ausgeben. Ich würde ja fast schon mal sagen, ich mache das Zauberportal an. Und hey, es hat sich doch was verändert. Das hier hat sich jetzt auf einmal doch verändert. Cool. Nein, ich mache jetzt mal lieber die Aura, die... Achso, die Aura habe ich ja schon. Dann mache ich das hier mal. Beschwört einen Speer oder einen Scheusal herbei. Ja. Einfach mal aus Fun. Mhm. Und dann gucken wir mal kurz die nächste Mission wenigstens noch an. Hexenmeisterin in Exkorte. Die Quest zum Thron von Burg Zwielicht beginnt. Mit der Suche nach einem mächtigen Verbündeten. Dein Ratgeber ist davon überzeugt, dass du in der großen dämonischen Bibliothek vor Torits Gipfel Hinweise finden wirst. Okay. Ah, das nervt mich immer noch, dass wir bei der Mission eine Quest wohl übersehen haben. Aber gut. Sei es drum. Ich mache jetzt hier erstmal wieder einen Cut. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Mission wieder. Bis dann.